Und herzlich willkommen zur Folge 121. Ja, ich war ein bisschen in der Hölle, habe ein bisschen Lohnenrutenklatschen gespielt, habe noch zusätzlich den Darkwood-Bogen auf Unendlichkeit gedrillt. Das hat mir jetzt 12 Erfahrungspunkte nochmal zusätzlich gekostet. Ja, ist hoffentlich auch nicht so schlimm, dass ich das jetzt ohne euch gemacht habe, sonst könnt ihr euch beschweren, wo ihr wollt. Dann habt das hinter euch. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Material hier bekommen. Ich hatte nämlich noch ein paar Gas-Attacks. Und Minium-Scherm habe ich auch bekommen durch Plünderung hier. Ein bisschen angekratzt ist das Diamantschwert. Finde ich auch ganz gut, dass es da aushaltbar ist. Da muss ich mal schauen, ob ich das entweder mit Büchern damit mache oder mit Diamanten ausgleiche. Mal gucken. So, dann wollte ich nämlich jetzt einen Lavatank hier wieder herstellen. Jetzt brauche ich Obsidian, glaube ich. Und Eisen. Definitiv nicht hier drin, aber irgendwo habe ich noch Eisen. Da ist es doch. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen hinten aus den Kisten rausbrennen. Ender-Tank. Genau, zur Obsidian. Achso, dann machen wir unseren Minium-Stone nochmal. Dip. Da, wie gesagt, da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht da so viel von mache, aber es geht noch. Da mache ich, weiß ich nicht, ein paar noch von raus. 4 Tanks. Ne, da reicht auch, glaube ich, die Hälfte. Aber so ein paar Enderperlen für nebenbei ist auch nicht schlecht. So, komm. Oh, noch eine 5. Gut. Dann kann der wieder weg. Dann brauche ich jetzt 2 Kessel. Mach zumindest 2 Dinger schon mal fertig. Dann die Schere. Da werde ich noch ein Programm mit Mining Turtle bauen. Dass sie hier abgeerntet werden. Hier die Schafe. Da muss ich noch ein kleines Gatter dafür bauen. Dann haben wir das nämlich auch schon. Ja, schwarz war, glaube ich, unsere Tankfarbe, genau. Obsidian. Zu Enderpearlen. Das oben drup. Und das hier so. Dann haben wir nämlich unseren Lavatank. Und dann kann unser Lavatank hier angeschlossen werden. Der wird später durch, wie gesagt, durch Lavaproduktion ersetzt, dass das besser läuft. So, rein mit dir. Und so. Genau, jetzt brauchen wir die Schienen. Dann kann der hier auch reinlaufen. Genau, der füllt jetzt. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo unser Klon hier ist. Der hat jetzt alle gefüllt, okay. Wo ist er denn stehen geblieben? Du hast noch genug Lava, gut. Dann werden wir das nämlich gleich austesten, ob das funktioniert. Aber erstmal soll er eben auftanken. Wie gesagt, den tankt er jetzt auch schon mal. Dann kann ich nämlich da schon mal die Schiene ersetzen. Dann kann da oben noch Holz drauf. Und dann passt da schon mal 2 davon. Vielleicht 1, 2 von den Ender-Chesten noch. Und dann soll es auch gut sein. Weil ich möchte, wie gesagt, das nicht überlasten mit den ganzen Ender-Chests. Ich möchte nicht so viel dadurch die Weltgeschichte pumpen. Sondern einfach nur, so wie ich es gerade habe. Holz brauche ich ein. Und dann hier diese Schienen. 3 Stück habe ich, glaube ich, schon gemacht. 1, 2, 3. Die anderen werden dann halt im Laufe des Let's Plays immer nach und nach noch hingequetscht. Oder erstmal für dieses kleine Stück reicht das, glaube ich. So. Dann einmal hier auffüllen. Da habe ich schon. Da ist nämlich Wasser. So, jetzt muss ich gleich aufpassen. Nicht, dass uns hier irgendwo eine Quere sitzt. Füllst du schon auf? Ja. Ah, schade. Das hätte ich jetzt nämlich gerne mitbekommen hier. Dann müssen wir das jetzt 2 Etagen weiter oben machen. Warte mal, hier bekomme ich es ja mit. Hier füllt er jetzt nämlich Wasser auf, genau. Jetzt hat er irgendwo Wasser abgezapft. Und jetzt will ich hoffen, dass er es hier mit Lava genauso macht. Das wäre ja geil. Ah, ne. Nein, nein. So muss doch richtig sein. Dann werde ich dem nicht... Oh, warte mal. Können wir noch versuchen hier. Hier vorne hält er an. Gut. Jetzt klaue ich dem eben seine Kapseln. Nein, das hat er aufgefüllt. Eieiei. Okay. 3000, das heißt, es geht bei dem wohl schnell mit dem Auffüllen jetzt gleich eben. Man könnte es auch beide nebeneinander setzen. Das ist eigentlich relativ egal. Und? Er füllt auf. 4000. Hat er hier auch aufgefüllt? Super. Hier füllt er nichts rein, weil ich ja nicht gesagt habe, dass er vom Kart wieder was reinfüllen soll.
Und so füllt er sich jetzt einfach ganz locker flockig immer weiter auf. Das ist nämlich der Clou daran. Wie gesagt, dann wird er nicht leer sein. Ich habe produziere sowieso gerade Lava genug. Die werden ja alle aufgefüllt hier und dann sollte das wohl klappen. Ja, 4000, das füllt er gleich unten irgendwo auf. Und dann haben wir es eigentlich schon. Das ist so geil. Ja, das kann jetzt laufen, bis das voll ist. Wir gehen nochmal 128.000 pro Ding erstmal durch. Warte mal, jetzt habe ich doch noch andere Schienen, genau. Ich kann noch den dritten auch noch setzen. Und da der ja durch den ganzen Verlauf nicht so viel verbraucht, kann ich davon ausgehen, dass der eigentlich nicht leer geht. Sollte es mal passieren, habe ich natürlich Pech gehabt. Aber dann kann ich das halt mit leeren Zellen wieder ausgleichen, den Tanks ausfüllen und dann halt mit dem passenden Treibstoff wieder auffüllen. Okay, hier ist. Das heißt, der füllt jetzt auch, ne? Der hat Wasser. Achso, der ist Wasser. Müsste ich vielleicht noch ein Schild drüber machen. Da ist Wasser, da ist Lava, aber das ist eigentlich egal. Hier unten kann er schon mal Lava ausfüllen. Was habe ich denn hier? Ach, da. Warte, habe ich den jetzt da drunter einen Tank gesetzt? Ne. Na egal, ist ja auch so passend. Passt schon. So, jetzt haben wir noch drei Schienken, die wir hier umsetzen können. Hopp. So, ich weiß jetzt nicht, was du auffüllst. Hier ist Wasser, genau. Und, plopp, 7000 aufgefüllt und er fährt direkt gleich wieder weiter. Genau. Das ist super. Natürlich ist das eine teure Angelegenheit von Glas her und von Eisen, aber ich sag mal, das ist eigentlich die einfachste Lösung. Man braucht nicht mehr kontrollieren, ob der Lava bekommt, ob der Wasser genug noch hat. Wir können das jetzt einfach so tanken. Und es ist auch nicht so schlimm. Es läuft ja hier. Da oben kommt dann das Produktionshaus drauf, wo es dann eigentlich ganz gut laufen sollte. Ist ja auch nicht so groß. Dann kommt vielleicht im E-System oder so was rein. Ich muss mal schauen, so ein kleines. Dass da nicht viel durch passiert. Also ein relativ kleines. Sollte ich mal sowieso schauen, wie läuft es denn hier? Ja, hier läuft es auf jeden Fall weiter, das ist gut. Dann habe ich da noch einen Lavatank. Ja, dann wird jetzt nebenbei das so langsam laufen, dass sich alle Kisten leeren. Sprich Cobblestone und so was, dass es das alles wegkommt. Was können wir denn noch craften in der Zeit? Ich habe noch 3 Minuten. Was können wir denn noch craften? Gehen wir mal rein durch. Ich glaube nicht, dass ich immer sowas weiterhin brauche. Ja, eigentlich erstmal nicht. Wie sieht es denn unten aus? Ah doch, ja, das mit dem. Wir können das Gatter für die Schafe bauen. Dann werde ich die Folge mal im Moment überziehen. Na komm, nehmen wir hier Wabba Wood. Blopp. Dann. So. Jetzt brauchen wir dann natürlich das da. Da reichen. Ah ne, ich weiß gar nicht. Ich werde die mal ein bisschen größer bauen. Ah, Quapmatron können wir auch später bauen. Kommen wir später zu. So, oh, warte mal, ich habe noch ein paar Gatter. Die machen wir jetzt noch zu Ende. Crops. So. So, noch eins, zwei. Ja, ein Türchen brauche ich nicht, da kann ich von oben reinfliegen. Und dann werden wir das irgendwo hier hinten machen. Ich setze das Ding mal da hinten hin. Dann kann er nämlich die Schafe scheren. So, und zwar 1, 2, 3, 4. Jetzt bräuchte ich irgendwie noch Erde. Vielleicht kommen wir hier irgendwo schnell an Erde. Nee. Jetzt weiß ich nicht, wo die Erde gelagert worden ist. Ah, hier ist ein bisschen Erde gelagert worden. Dann können wir das nämlich da hinten auffüllen. Und normales Holz mal eben ein bisschen. Dann haben wir noch ein paar von den Dingern. Aber was machen wir, wie gesagt, jetzt ist mal eben noch zu Ende. Na. Füllen wir mal noch ein paar Reihen auf hier. So, in den Ecken. Warte mal, das darf nur 3x3 sein, ne? Glaube ich. Ich glaube, das war nur 3x3, 1, 2. 1, 2, 3. Und hier. Dann soll aber hier jeweils irgendeinen Ecken das hochgesetzt werden. Da.
gut, das Portal muss mal eben verschwinden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommt hier wieder ein dann kommen die Blöcke wieder hier hin. Hier kommen Blöcke hin. So. Das braucht nur ein kleines Gatter sein. Das braucht nicht viel sein. Und dann kommen dann nämlich Schafe rein. Oder war das 4x4? Ich glaube, oder... Ne, komm, wir machen es noch 4x4. Das sollte auch reichen. Machen wir es mal auf 4x4. Upp. So. Und 4. Muss das hier noch weg? Oh, das war jetzt falsch. 1, 2 und den. Dann kommt hier irgendwo der Turtle hin. Und dann muss ich nämlich, wo der Turtle jetzt ist, muss ich hier was drum bauen. Ach so, jetzt weiß ich, warum das so ist. Ich muss hier 5x4 haben. 5x3 war, glaube ich, falsch. Oder, 4x3 war, glaube ich, falsch, aber 5x3 ist auch gut. Ich brauchte zumindest eine symmetrische Form, oder? War 5x5 richtig, wenn wir... Ne, da können wir parallel gegenüber die beiden setzen. Ist auch okay. So. Und jetzt hier irgendwie drüber... Beziehungsweise wir können das ja so auskleiden. Hier, hier. Und hier kommt dann der Mining Turtle hin. Ja. Da muss hier noch eine zweite Reihe drauf und dann passt das. Und dann holen wir mal eben die Schafe dahin. Und bauen uns dann noch so schnell so einen Turtle. Ich werde die dann nämlich in der Nebenzeit schon mal laufen lassen. So, Schafe, kommt mal her. Ja, lauf, mein Schaf, lauf. Also, wenn ich laufe, läuft das auch. Achso. Okay. Eins. Und das zweite Schaf auch. Dankeschön. Sieht man das denn schon? Da hinten schwebt. Seht ihr das? Da hinten schwebt. Hui. Hallo, Schaf. Dann kommst du nämlich hier hin. Und dann bauen wir uns noch fix einen Turtle. Dann sollte es schon eigentlich gewesen sein. Turtle. Ach, wo gibt es die Turtles denn? Warte mal, Turtle. Da brauchen wir einen Computer, eine Kiste und Eisen. Okay. Machbar. Computer, Kisten, Eisen. Eisen habe ich. Eine Kiste habe ich nicht. Und meine Turtle habe ich auch nicht. Dafür brauche ich noch Redstone. Aber einen Computer habe ich. Oder war das Redstone? Nein, das war eigentlich so. Ein Computer habe ich, das weiß ich. Da machen wir gleich mal zwei. Und dann brauche ich gerade mal eben Holz. Das habe ich auch irgendwo. Da. Machen wir eben noch ein paar Kisten. So. Ach, okay. Vier Kisten. Zwei davon und dann machen wir so einen Mining Turtle. Dankeschön. Und dann war das, glaube ich, einfach nur eine Schere da nebenbei, ne? Schauen wir mal eben, ob das funktioniert. Yep. Den Sharing Turtle. Dann machen wir noch einen zweiten davon. So, Sharing Turtle. Und da schreibe ich gleich Programme für. Jetzt brauche ich noch Holz. Dann füllen wir das da mal in die andere Seite auch noch richtig aus. Dankeschön. So. Mäh. Richtig rum oder falsch rum? Falsch rum. So ist richtig rum. Und das gleiche machen wir eben hier. Mäh. So. So. Und so. Und dann tun wir das hier mit Sand auffüllen. Ach, mit Sand, sag ich schon, mit Erde. Und das schon mal hier besser aussieht. Dann die beiden Kisten und Ruhe ist. Dankeschön. Hier oben noch drauf Fackeln. Gesetzt.
Und dann keine Monster spawnen können hier. Also habe ich den Weizen noch da? Nee. Habe ich gerade nicht. Jetzt muss ich mich nämlich beeilen, sonst ist gleich meine Folge unterbrochen mittendrin und das will ich natürlich nicht. Wir müssen zwei Weizen holen. Zumindest mal eben die Schafe nochmal eben zusammennähren lassen. Na, kommt mal her. Dann machen wir, weiß ich nicht, noch ein weißes raus oder so. Gut. Die Farbe und dann schaue ich mal, was ich für Farben da brauche. Ich glaube, weiß ist ganz gut. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja. Es arbeitet gerade viel, das ist super. Boah, was haben wir denn hier? Gelb, blauer Stoff, rot, gelb. Wir können grau nehmen. Oder kaktusgrün. Ah, kaktusgrün gefällt mir. Machen wir noch ein kaktusgrünes Schaf. Oh, vielleicht so ein... Oh, warte mal, kann ich nicht so ein Leimgrün nehmen? Ich hab bestimmt weiß da. Kann man das jetzt so kombinieren hier? Ja, hellgrüner Stoff.